Hey meine Lieben, da bin ich wieder, ja, mit der nächsten neuen K-Pop, Unboxing-Review. Und zwar zu der Single My Avatar, ja, und zwar zu beiden Versionen, also einmal Version A und einmal Version B. Plastik habe ich hier auch schon abgemacht, damit ihr nicht seht, wie ich hier versuche, mit einer Hand das Plastik abzumachen. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen mit Version A einfach mal an. Einmal, ja, natürlich wieder mal der Obi an der Seite. Und ja, schon sehen, bei Version A haben wir einmal Jongmin, einmal Minu, einmal Yeongmin auf dem Cover. Und zwar einmal in den weißen Outfits aus dem Videoclip dazu. Und auf der Rückseite. Warte mal. Oh, da habe ich mich jetzt wieder vertan mit den Zwillingen. Ah, es ist zum Heulen. Es ist echt zum Heulen. Ich glaube langsam, dass ich mich mit den Zwillingen permanent vertue. Ja, okay. Korrektur. Also, ich glaube, wir haben Jongmin, Minu und Kwangmin hier vorne drauf. Und hier hinten haben wir nämlich Yeongmin, Donghyun und Hyunsong in den halt in den schwarzen Outfits aus dem Videoclip drauf. Okay, für meine Verwirrung, aber ach, Zwillinge sind so schwer auseinanderzuhalten. Das ist echt zum Heulen. Okay, also machen wir einfach mal auf. Oh Gott, Werbeflyer, ich sehe es schon wieder. Okay, erst einmal die CD. Schon sehen kann, also ist es einmal My Avatar drauf, normal und in der Instrumentalversion. Und der zweite Song ist Dark Carnival, den ich auch noch nicht kenne und auch sehr gespannt drauf bin. Und der ist auch in der Instrumentalversion drauf. Und dann dürfte hier hinten ist natürlich die DVD. Und ja, da ist einmal das Musikvideo von My Avatar und Dance-Version, also wahrscheinlich die reine Choreografie-Version davon. Und dann, ja, Werbeflyer. Und ich sehe schon, da unten ist eine Fotokarte. Ja. Und, bla. Und das ist, oh ja, das ist Kwangmin. Kwangmin. Weil, sieht man hier, und er schreibt immer diesem Stern. Das ist Kwangmins Fotokarte, ja. Cool, gar nichts auf der Rückseite, aber das macht ja nichts. Und dann, boah, rosa. Und dann gucken wir einfach mal ins, auch nochmal ins Booklet rein. Okay. Einmal Donghyun. Ziemlich cool. Ah, Entschuldigung, ich versuche das mal so einigermaßen hier zu halten. Hyunsong und Yeongmin. Jongmin. Dreamy Guy, hey. Kwangmin und Minu. Ach, Minu. Ah, und, oh, und das war's auch schon. Also, ja, quasi nur die Lyrics. Und noch ein paar Fotos dann drin. Sehr, sehr schön. Sehr schön, sehr, sehr schön. Gefällt mir. Und, ja, ah. Schauen wir die Fotokarte natürlich auch noch mal. Gut, das war also Version A von der Single. Und dann gehen wir noch mal über zu Version B. Auch hier natürlich der Obi wieder dran. Und ich räume hier mal mit den ganzen Werbeflyern weg. Und ja.
Hier hat man dann halt auf der Vorderseite Jungmin, Donghyun und Hyunsung in den weißen Outfits und auf der Rückseite Jongmin, Minhoon, Kwangmin in den schwarzen Outfits. Und ja, hier ist die Single jetzt natürlich in blau gehalten. Mal gucken. Ja gut, ist bei der Single ist genau das gleiche drauf wie auf der ersten Single halt auch. Und ja, und dann ist hier natürlich die DVD und da muss ich echt mal gucken. Ich weiß nicht, was genau da drauf ist. Ich vermute mal, es ist vermutlich irgendein Event, was sie in Japan gemacht haben, glaube ich, ist da drauf. Aber das werde ich dann auch genau herausfinden, wenn ich es mir angucke. Und Werbeflyer. Und dann schauen wir mal, wessen Fotokarte haben wir hier. Ah, Donghyun. Ah, die von Donghyun. Cool. Auch sehr schön. Das ist meine erste Fotokarte von Donghyun, fällt mir gerade auf. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Cool. Gefällt mir. Okay. Und dann mal hier ins Booklet schauen. Ich finde dieses Logo auch irgendwie so genial. Das sieht ja auch irgendwie. Im Videoclip haben sie das alle auch irgendwie an den Klamotten dran. Und finde ich echt cool. Wow. Okay, und das sind die Fotos im schwarzen Outfit. Wow. So, Hyunsung, looking handsome as always. Cooles Foto von Jongmin. Richtig cool. Moment. Ah, es mit einer Hand umblättern, das ist echt immer. Jongmin. Ah, na komm, ja. Kwangmin und Minu. Und, oh Gott, ich hab ihn am Anfang unterschlagen. Donghyun natürlich. Also ich muss echt sagen, ich finde beide Outfits aus dem Video eigentlich ziemlich genial. Also die weißen wie auch die schwarzen hier. Das ist echt cool. So. Booklet erstmal wieder rein. Und Fotokarte natürlich auch. Ja, jetzt habe ich tatsächlich wirklich bald von jedem eine Fotokarte. Ich glaube, von Jongmin habe ich noch keine, aber gucken wir mal. Kommt bestimmt auch noch. Okay, also, das war mein kleines, nochmal extra Unboxing zu der Single My Avatar Version A und Version B. Wie gesagt, bei Version A weiß ich, da ist das Musikvideo auf der DVD drauf. Ich weiß nicht, was auf der DVD von Version B drauf ist. Da bin ich gespannt. Und wenn ihr wollt, kann ich dann auch gerne nochmal eine extra Review machen, wenn ich herausgefunden habe, was sich auf der DVD da befindet. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Entschuldigt die Verwirrung am Anfang, aber ihr wisst, Zwillinge, ne? Okay, und dann bis zum nächsten Video, meine Lieben. Bis dann.